In der Nacht des 22. Juni kam es auf der Ortsverbindungsstraße von Meitingen nach Tierhaupten gegen ca. 21.30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Auf Höhe von Waltershofen geriet hierbei aus noch ungeklärter Ursache eine 17-jährige Fahranfängerin in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammen. Der Zusammenstoß zwischen beiden PKWs war derart groß, dass alle drei Insassen des Polos im Alter von 22 bis 26 Jahre im Fahrzeug eingeklemmt wurden und von der alarmierten Feuerwehr aus Meitingen und Tierhaupten aus dem Fahrzeug befreit werden mussten. Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um die lebensgefährlich verletzten Personen in die umliegenden Krankenhäuser zu fliegen. Im Unfall verursachenden Audi wurde sowohl die 17-jährige Fahranfängerin wie auch ihr 53-jähriger Vater schwerst verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, wurde von der Polizei ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Bis zur Bergung der beiden völlig zerstörten Fahrzeuge musste die Verbindungsstraße für ca. 3 Stunden vollständig gesperrt werden.